Okay, dann gut und herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem heutigen Zweitligaspiel zwischen dem SV Darmstadt 98 gegen Fortuna Düsseldorf. Bei mir bzw. vor mir die beiden Cheftrainer Christian Preußer und Thorsten Lieberknecht. Und Herr Preußer, Ihr Statement bitte als erstes zum Spiel. Ja, vielen Dank. Vor dem Spiel haben wir gesagt, dass wir uns um die Inhalte in dieser Woche gekümmert haben und nicht so sehr um das Drumherum. Und ich finde, dass wir die Inhalte insbesondere in der ersten Halbzeit sehr klar erkannt haben. Wir haben gut Fußball gespielt, wir haben uns viel zugetraut, wir haben gut Räume belaufen, haben tolle Tore geschossen. Ich finde, sind verdient mit 2-0 in Führung gegangen. In der zweiten Halbzeit hat sich es dann gedreht. Da ist Darmstadt deutlich mehr vors Tor gekommen. Da mussten wir richtig Pressingphasen überstehen und dann haben wir die Komponente Zweikampf und um Bälle kämpfen und Kopfballduelle und zweite Bälle. Das haben wir dann heute eingebracht und ich hätte mir da in der Phase mehr Entlastung gewünscht, hatten schon die Situation, dass wir dann auch zwei, drei Bälle zu leicht weggegeben haben, aber machen natürlich zum guten Zeitpunkt dann das 3-0 und dass Darmstadt dann nicht aufgibt, das ist ja völlig klar und dass Darmstadt eine gute Mannschaft hat und Offensivpower entwickelt hat, das hat man in der zweiten Halbzeit gesehen. Bin froh, dass wir das Spiel heute gewonnen haben, aus der Kombination gut Fußball gespielt und voll dagegen gehalten und das soll uns jetzt Zuversicht für die nächsten Wochen geben. Darmstadt wünsche ich alles Gute und ja, bis zum Rückspiel. Vielen Dank. Thorsten, wie hast du das Spiel heute gesehen? Ja, erstmal Glückwunsch an Christian und an die Fortuna zum Sieg. Ich glaube, dass wir die ersten 10 Minuten eigentlich ganz gut reingekommen sind und haben uns dann in ein, zwei Pressing-Situationen dann ausspielen lassen. Da hast du gemerkt, dann ist der Plan, den die Fortuna hatten, dann auch aufgegangen, indem sie dann Sicherheit entwickelt haben. Und wir hatten durchaus Probleme mit der Grundordnung dann, wie wir die anlaufen, beziehungsweise wie wir den einen oder anderen Raum dann schließen können. Wir hatten auch unsere Abschlussmomente. Ich glaube, die Fortuna war heute das, was uns in den letzten Wochen auch immer extrem ausgezeichnet hat, sehr effektiv. Aber sie waren auch gerade in der ersten Halbzeit den Ticken einfach besser. Das muss man einfach mal klar anerkennen und auch wertschätzend auch sagen. In der zweiten Halbzeit haben wir dann eine Umstellung vorgenommen und dann glaube ich, kann und darf man dann auch meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen, dass man das Spiel verliert, weil man dann schon auch sehr, sehr viele Torchancen uns auch natürlich mit dem einfachen Weg, den wir gewählt haben, aber uns trotzdem dann viele Torchancen erspielt haben. Torhüter natürlich auch in der einen oder anderen Situation dann klasse gehalten hat. Da war es dann so ein bisschen verhext, glaube ich, heute. Dann gab es auch wieder das 3-0, aber ich war überzeugt in der Halbzeit, dass wir das Ding tatsächlich drehen können nochmal. Das ist uns heute nicht gelungen, weil einfach die Fortuna auch ein Ticken einfach besser war und das muss man anerkennen. Trotzdem, glaube ich, haben die Jungs alles probiert, einfach hier ja, nicht als Verlierer vom Platz zu gehen, aber es ist uns heute eben nicht gelungen. Aber es ist eben ein Spiel, wo wir einfach auch daraus lernen wollen, einfach für die kommenden Spiele, die kommen. Einfach weil die Fortuna das auch taktisch gerade in der ersten Halbzeit ordentlich gemacht hatte und wir damit Probleme hatten. Christian natürlich und für die Fortuna ja, auch alles Gute für die nächsten Spiele. Dem schließen wir uns natürlich an. Die Pressekonferenz findet nicht in Präsenz statt. Die Medienvertreter konnten die Fragen einreichen und dafür übergebe ich zunächst an unsere Kollegen aus Düsseldorf, damit dann die Fragen der Gästejournalisten abgearbeitet werden können. Danke, Jan. Dann fangen wir mal an mit Gianni Costa für die Rheinische Post. 3 Fragen sind es am Stück. Herr Preußer, so oft wurde diese Saison über die Dreierkette geredet. Warum war heute der ideale Zeitpunkt für die Premiere? Hatte unterschiedliche Gründe. Zum einen mussten wir auf die Personalsituation reagieren. Wir hatten einige Ausfälle auf den Außenpositionen. Und zum zweiten haben wir uns natürlich auch Darmstadt intensiv angesehen. Und aus der Kombination haben wir uns dann für die Dreierkette entschieden. Es war viel Druck im Spiel. Wie stolz ist man als Trainer, wenn aufgeht, was man wollte? Ja, das kann man so runterbrechen. Ich bin einfach froh, dass wir das, was wir trainiert haben und dass wir die Woche uns vorgenommen haben, dass wir das umgesetzt haben, dass wir effektiv dann auch die Tore gemacht haben und dass wir einfach ein gutes Spiel gemacht haben. Und darüber bin ich froh und alles andere haben wir ja schon besprochen. 3. Frage von Gianni Costa. Hennings hat die Tore gemacht, obwohl ihm ein Tor von der DFL eben nicht als Tor gewertet wird, sondern als Eigentor. Ioa aber ein großes Laufpensum abgespult. Was macht ihn vorne so wertvoll aus Ihrer Sicht?
Tatsächlich ist Emma Joa dann auch so der spielerische zweite Stürmer, der sich dann immer wieder auch einschalten kann, der auch Bälle behaupten kann, der weiterleiten kann. Und ich finde, auch gegen Heidenheim hat das schon sehr ordentlich funktioniert. Wir haben ja auch nach dem Heidenheim-Spiel gesagt, dass wir auch gute Sachen gesehen haben. Ich finde, dass das beide in Kombination gut gemacht haben. Wenn Rufen zwei Tore schießt, für mich sind zwei Tore für Rufen, ist das erfreulich. Aber es geht auch um die Defensivarbeit, es geht auch um die Standardsituation. Beide haben es ordentlich gemacht heute. Dann Patrick Scherer für den Düsseldorfer Express. Herr Preußer, Sie haben nicht etwa richtig gejubelt beim Abpfiff, sondern eher tief durchgeatmet. Ist das Beschreibung dafür, wie viel Druck auf dem Kessel war? Nee, das ist Beschreibung dafür, dass ich dann einfach froh war, dass das Spiel abgepfiffen worden ist, weil ich schon das Gefühl hatte, dass Darmstadt auch nach dem 3-1 nochmal Druck macht. Und ich bin froh, dass wir dann nicht noch das 3-2 bekommen haben, was möglich gewesen wäre. Wir hätten auch noch ein viertes Tor schießen können, aber das hat mit der Woche oder mit der Situation nichts zu tun. Ich war dann einfach froh, dass abgepfiffen worden ist. Was bedeutet dieser Sieg für die kommenden beiden Aufgaben vor Weihnachten? Das heißt erstmal, dass wir uns morgen damit wieder auseinandersetzen, was wir gut gemacht haben und was wir nicht so gut gemacht haben. Und wir dann mit neuem Schwung gegen St. Pauli, und ich würde es gerne in der Reihenfolge erst St. Pauli und dann Sandhausen machen wollen. Aber ich finde schon, dass wir da auch Zutrauen in uns mitnehmen können, weil, muss man ja auch ehrlich sagen, weil wir dann, und auch zu Recht wurden wir kritisiert die letzten Wochen, dass wir aber über die Sachen, die wir mitbekommt, wo geschrieben wird, was wir nicht alles können, dass wir das Zutrauen in uns nicht verlieren. Und das haben wir heute geschafft, dass wir gut Fußball gespielt haben, und das sollten wir auf jeden Fall mit in die nächste Woche nehmen. Und noch eine Frage von Patrick Scherer. Ein Wort vielleicht zum Schiri. Sind Sie froh, dass er sich von der Atmosphäre nicht hat anstecken lassen und souverän zu Ende gepfiffen hat? Ich finde nicht, dass meine Aufgabe ist, den Schiedsrichter zu bewerten, aber ich finde, dass er das souverän heute gemacht hat. Die letzte Frage überhaupt an den Trainer von Fortuna Düsseldorf. Die stellt Jörg Tschoche für die Bild-Zeitung. Wie erleichtert sind Sie? Ja, wenn wir Spiele gewinnen, sind wir natürlich erleichtert. Das ist klar. Ich habe es ja schon angedeutet, dass wir es heute einfach gut gemacht haben und dass wir verdient gewonnen haben. Und darüber bin ich froh. Und alles andere haben wir schon besprochen. Und dann geht es weiter mit den Fragen an Thorsten Lieberknecht. Vielen Dank. Wir machen weiter. Beginnt mit einer Frage von Frank Leber vom Darmstädter Echo. Die Mannschaft wirkte in der ersten halben Stunde gegen die Fortuna ungewohnt unkonzentriert. In dieser Phase fielen auch die beiden Gegentreffer, die letztlich die Niederlage eingeleitet haben. Haben Sie eine Erklärung? Ja, der Gegner war dort einfach besser und sicherer und hat uns vor Probleme gestellt, eben in seiner Wahl der Grundordnung. So, und dann die Effektivität und trotzdem halt auch, ich sage, wir hatten die Chance durch Braden Manu am Anfang, da waren die Möglichkeiten auch da. Also es ist nicht so, dass wir keine Mittel gefunden hatten dann, aber die Sicherheit der Fortuna hat es ja eben halt auch stark gemacht in der ersten Halbzeit. Und deswegen kommen dann auch noch ein bisschen unglückliche Momente dazu, ein abgefälschter Schuss, der noch mit reingeht beim 2-0, diese Effektivität halt auch. So, und das ist das, was wir mitgenommen haben dann in die Halbzeit. Aber ich fand uns jetzt unkonzentriert, sondern ich fand uns vor eine Aufgabe gestellt. Darmstädter Echo-Kollege Erik Hartmann hat gesehen, dass wir in der Pause das System umgestellt haben. Seine Frage lautet daher, wie war der Plan, mehr Druck auf die Fortuna-Defensive zu entwickeln? Fragezeichen. Ja, das, was wir dann auch gemacht haben, ich glaube, auch wenn ich jetzt unbedingt immer auf Statistiken gucke, aber ich glaube, wir haben extrem viele Torabschlüsse gehabt, Pfostenschüsse gehabt, Schüsse, die Torhüter klasse gehalten hat, Möglichkeiten eben, schon auch mehrere Tore zu schießen. Der Trainerkollege hat es ja auch angesprochen. Wir waren letztendlich auch da, und das ist so der Moment, wo ich sage, okay, vielleicht eben diesen Weg, weil das gegen eine Dreierkette, wie ich finde, immer ein sehr probates Mittel ist, den einfachen Weg, nicht den Weg des Kombinationsspiels, sondern den einfachen Weg zu bringen, weil du da schon gesehen hast, haben wir die Fortuna schon sehr weit hin reingedrückt, und dann, wie gesagt, mit dem 3-0 war es trotzdem so, dass die Mannschaft weiter probiert hat, nicht immer mit dem perfekten langen Ball, aber wir haben es probiert und sind dann nochmal zum Anschlusstreffer gekommen, und ich glaube, danach hatten wir auch noch die eine oder andere Torchance, also von daher, wie gesagt, ja, der Präsident gesagt, heute war ein gebrauchter Tag. So ein bisschen anknüpfend an die eben gerade gestellte Frage ist die von Stefan Köhnlein, Kicker und Diegenblock. Er möchte wissen, welche Rolle die Einwechslungen gespielt haben bei der Umstellung. Massivität im Luftkampf. Ich glaube, da, wenn man dann die
Zweikampfstatistik in der Luft sich anschaut, da haben wir extrem viele Zweikämpfe in der Luft gewonnen, dadurch eben halt auch viele Momente gehabt des zweiten Balles, den wir gewonnen haben. Das war der Sinn und Zweck der Spieler. Und Marvin Melem ist jemand, der natürlich dann halt auch dort auf diese zweite Bälle gut lauert, gut geht. Dann später halt auch noch mit Aaron Zeil dann nochmal ein bisschen Größe mit reingebracht. Das waren die Gedanken daneben. Wir machen weiter mit Christian Belz, Hedradio FFH. War das irgendwie so ein Warnschuss, wie schnell es gegen abgezockte Mannschaften gehen kann? Was macht diese Niederlage mit Ihnen? Dass wir ein Spiel verloren haben in der zweiten Bundesliga gegen eine Mannschaft, wenn man mir dann vorher ganz klar auch zuhört und ich hier in der Pressekonferenz über die Fortuna spreche, ist es ja die Frage, ob man mir glaubt oder nicht. Und es ist die Frage, ob man mir zuhört und klar und nüchtern einfach anerkennt, dass die Fortuna einen sensationell guten Kader hat. Und den haben sie heute eben, das wollten wir verhindern, das haben sie heute gezeigt. Und wir haben die 29 Punkte und das ist eben das, was uns aussehen. Deswegen, wir haben jetzt heute mal ein Spiel verloren. Und genauso wie wir jetzt in den letzten Wochen nicht rosa-rot gesehen haben, ist es jetzt so, dass wir jetzt eben jetzt hier alles schlecht sehen, weil wie gesagt, die Mannschaft und das glaube ich haben die Fans auch honoriert, haben auch die letzten Wochen honoriert, aber gerade heute hat man gesehen, die Fans haben das honoriert, dass die Mannschaft dann trotzdem alles dafür getan hat, eben das Spiel vielleicht nochmal zu wenden. Auch die Darmstädter Journalisten interessieren sich für eine Einschätzung zum Schiedsrichter. Stefan Köhnlein fragt, die Fans haben sich sehr über den Schiedsrichter aufgeregt. Sie auch, hätte er aus ihrer Sicht insbesondere das Zeitspiel des Düsseldorfer Keepers stärker ahnden müssen. Der hat alles richtig gemacht heute. Und dann die letzte Frage geht Richtung, oder haben mehrere Medienvertreter wollten wissen, wie es Matthias Bader geht, der verletzungsbedingt ausgewechselt wurde. Der hat definitive Gehirnerschütterung und wird jetzt die nächsten Tage natürlich nicht trainieren können. Das ist das. In diesem Zusammenhang auch gute Besserung an Adam Bozek, der sich auch verletzt hat in der zweiten Halbzeit. Und da wünschen wir natürlich erst auch mal gute Besserung an Adam und natürlich an Matze Bader auch. Vielen Dank. Dann sind wir durch für heute. Ich wünsche noch ein schönes Wochenende und unseren Düsseldorfer Kollegen eine gute Rückfahrt und viel Erfolg für die restlichen zwei Spiele vor der Winterpause. Danke. Danke.